Nein. Nein, nein. Ist aber nicht ausgeschlossen. Also, Fragen stellt nur noch 2022 eine Frau nicht mehr. Doch, nein. Gerade weil man das fragen kann, per se. Entscheidet ja jeder für sich selber. Genau. Ich würde gerne noch wissen wollen, gibt es drei... Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Hier sehen wir den Fauxpas von Andrea Kiewel am letzten Fernsehgarten. Zu Gast war Lilly Paul Roncalli und Andrea Kiewel fragte sie, wir haben es eben gesehen, nach einem zukünftigen Kinderwunsch. Und das sind natürlich Fragen, die man ja wirklich heutzutage eigentlich nicht mehr stellen sollte. Das Ganze hat dann ja sehr große Wellen geschlagen. In den Breiten des Internets gab es einen Shitstorm. Viele forderten auch, dass man Andrea Kiewel vielleicht in Zukunft nicht mehr den Fernsehgarten moderieren lässt und das vielleicht an den Co-Moderator, der im Moment dabei ist, abgibt. Ja, wie steht ihr dazu? Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja, für mich ist es so, ich denke auch, dass eine solche Frage einfach eher unangebracht ist. Ich würde es nicht fragen, wenn jemand freiwillig davon erzählen möchte, von einem Kinderwunsch und gerade bei einer Frau, da ist es natürlich so, dass man diese Frage wahrscheinlich häufiger bekommt, gerade in einem gewissen Alter. Und das ist einfach blöd. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz blödes Gefühl. Und deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass die Leute diese Fragen vielleicht nicht mehr auf diese Art und Weise stellen. Ich hoffe natürlich aber auch, dass man dann den Leuten, die diese Fragen stellen, einfach diese Zeit gibt, darüber nachzudenken und das auch einzusehen und es ihnen einfach sagt. Deswegen fand ich diese Reaktion da von Lilly Paul Roncalli fand ich eigentlich wirklich sehr gut, weil sie hat einfach gesagt, so eine Frage stellt man nicht, ist da direkt drauf eingegangen, aber ist danach nett geblieben und hat weiter geantwortet. Und ich finde, man muss auf jeden Fall solchen Personen wie Andrea Kiewel dann sagen, hey, so eine Frage, das macht man nicht, das stellt man nicht, das ist verletzend auf andere Personen, selbst wenn du es nicht als verletzend empfinden würdest. Und dann muss man dieser Person auch, sage ich mal, die Zeit und Möglichkeit geben, sich dann zu verbessern und das einzusehen. Ja? Und nicht denken, ach nee, das hat die jetzt hundertprozentig böse gemeint, das war mit Absicht. Und also nicht immer nur vielleicht das Böse in dem anderen Menschen sehen, sondern vielleicht auch mal denken, das kommt vielleicht aus einer Unwissenheit so und da auch ein bisschen Zeit geben, das wäre so mein Ansatz, mein Anspruch. Aber schreibt gerne mal eure Ansprüche da in die Kommentare und ansonsten hier nochmal der Clip im Gesamten und wir sagen bis zur nächsten Folge und ciao. Ja, aber noch keine Kinder. Nein. Nein, nein. Ist aber nicht ausgeschlossen. Also, Fragen stellt nur noch 2022 eine Frau nicht mehr. Doch, nein. Gerade weil man das fragen kann, per se. Entscheidet ja jeder für sich selber. Genau. Ich würde gerne noch wissen wollen, gibt es drei ganz wichtige italienische Wörter, die jeder kennen muss? Ich glaube, la famiglia, la cosa più importante, il mangiare.